Hallo Leute und damit willkommen zum zweiten Teil der Blue Brick Star Trek Serie Special. Heute geht's um den Borg Cube, also schnallt euch an und wir springen auch gleich rein. Denn wir wollen ja nicht zu sehr mit Vorreden aufhalten, oder? Ja, also, wie ihr im letzten Video gesehen habt, ich habe ja einiges von Blue Bricks bekommen und heute habe ich den Borg Cube gebaut. Dieses nette Ding hier mit 406 Teilen. Und ich habe Pro und Contra und wir werden diese beiden Pro und Contra Punkte durchgehen. Aber mal grundsätzlich, das ist die Box, das sind die Abenteuer der Rückseite und ja, mehr ist auch hier nicht drauf, außer dass hier natürlich Jean-Luc drauf ist. Ja, dann gibt es natürlich eine Anleitung und in dem Fall fand ich die Anleitung sogar relativ cool, denn das hier ist so eine richtig hochwertig gedruckte Anleitung. Die ist auch so auf so einem matten Papier gemacht. Fühlt sich auch richtig gut an, also das muss ich sagen, ich hatte selten eine so hochwertige Anleitung, vom Feeling her. Auch das Papier ist jetzt nicht ganz so leicht wie bei anderen Herstellern, also das haben sie gut gemacht, das ist auch okay. Bauschritt-Unterteilung bei 400 Teilen in zwei Bauschritte, ja, also so sieht das Ganze halt aus. Ihr macht halt viel Kleinkram bei dem Borg Cube, aber das ist ja auch klar. Der hat halt hauptsächlich, der besteht hauptsächlich aus Verzierungen. Was ich allerdings ziemlich cool finde, da kommen wir gleich dazu. Übrigens, das hier ist das nette Teil. Kommen wir gleich dazu. Was ich ziemlich cool finde, ist, es gibt ziemlich viele Trans-Clear-Sachen und zwar in diesem geilen Giftgrün. Also das ist richtig so Neon-Giftgrün. Und es gibt auch hier solche Trans-Clear-Platten in diesem Neon-Giftgrün. Das finde ich ziemlich cool. Ich wüsste jetzt nicht, wo man die sonst einsetzen könnte, aber da gibt es sicher Kreative, die das da irgendwie machen können. Ja. Das ist also dieser Borg-Cube. Und er fällt schon auseinander. So, jetzt ist es wieder drauf. Genau. So sieht er also aus. Ihr seht, es ist ganz viel verziert und es ist also wirklich auch... Ah, jetzt ist scharf. Trans-Clear drinnen. Er ist auch innen relativ hohl. Das heißt, wenn man da eine LED reinmacht, dann würde der auch richtig cool so grün leuchten. Ihr seht also, das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ihr habt diese Trans-Clear wirklich, wenn ich den jetzt mal abnehme, auf allen Seiten, auch unten. Da ist jetzt auch dieser Ring. Also er sieht wirklich, also wenn ihr den Ring unten drauf gebt, dann sehen alle vier Seiten gleich aus. Also es ist wirklich cool, wie sie das gemacht haben. Vor allem, dass sie halt auch unten, wo ist jetzt unten, da ist unten, auch eine, komplett ausstaffiert haben. Also du hast ja nicht irgendwie jetzt einfach da ein Loch oder so, weil man eh nicht von unten drauf guckt, sondern das ist halt wirklich mit Liebe gemacht und ihr habt halt unten dann auch eben diese Verzierungen drauf. Das ist ziemlich cool. Ist ja klar, dass es nur ein Standmodell ist. Ich meine, das muss, ist ja jedem bis jetzt klar. Wir haben hier eine bedruckte Platte. Also es gibt in der gesamten Serie irgendwie nur zwei Aufkleber. In der gesamten Serie, was ich so von den Jungs mitbekommen habe. Und das ist doch schon sehr erstaunlich. Also wie gesagt, wir haben hier den Aufkleber, wenn er mal scharf stellt. Komm, gerade eben im Bauchschiff hast du scharf gestellt, du Nuss, du. Ah, ja, ihr habt es kurz lesen können. Da steht halt Borg Cube drauf und natürlich das übliche CBS 2021, die Rights Reserved und so weiter. Ihr kennt es. Ist halt auch in diesem Borg Logo. Das machen die übrigens bei allen Modellen, dass sie eben diesen Standfuß so halt dem Logo entsprechend oder der Signatur entsprechend machen. Das finde ich halt ziemlich cool. Maße. Wir probieren es einfach mal. Ist ein Würfel, also. Der Würfel selbst hat 9 cm mal 9 cm oder 3¼ Zoll. Nicht ganz 3¼. Doch, ziemlich 3¼. Und in der Höhe mit Standfuß sind wir bei knapp 13 cm oder knapp 5 Zoll. So. Was halte ich von dem Borg Cube? Also grundsätzlich mal geil, dass es einen Borg Cube gibt. Also da bin ich mal voll d'accord. Das finde ich ziemlich cool. Das Bauen ist halt dadurch, dass es ein Würfel ist, der auf allen Seiten gleich ist, relativ ja, eintönig stellenweise.
Und aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich habe, keine Ahnung, eine DS9-Folge lang gebraucht, also knapp eine Stunde für die 400 Teile. Ich bin nicht der schnellste Bauer, aber deswegen, das ist okay. Da kann man gar nichts sagen. Was ich allerdings beim Bauen mitbekommen habe, was ich gedacht habe, das ist ein bisschen doof. Erstens mal fehlt mir ein Teil. Und zwar, ich weiß jetzt mal gar nicht mehr, wo das war. Es fällt überhaupt nicht auf, wenn ein Teil fehlt, denn man weiß eh nicht mehr, wo es hinkommt. Aber irgendwo, wir haben hier überall unter diesen Dingen haben wir so runde Nöppelchen. Und ein rundes Nöppelchen hat gefehlt. Ich weiß es allerdings nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, das war unten, weil die untere Seite, genau, das war hier. Ihr seht, hier ist ein, habe ich ein viereckiges eingebaut. Von den viereckigen waren noch genug übrig. Aber ganz ehrlich, Leute, das merkt kein Mensch, ob da jetzt schon einem runden ein viereckiges drin ist. Also drauf geballert, also das ist auch völlig egal. Was ich allerdings negativ jetzt sehe bei diesem Borg Cube, denn es gibt eine negative Sache, die ist, dass bei den Teilen, man sieht es vielleicht, wenn ich hier an die Kamera rangehe, hier gerade bei dem Teil hier, es biegt sich hier ein bisschen nach oben. Also es ist nicht 100% gerade und es ist auch stellenweise sehr unter Spannung. Also die Teile, also gerade die Platten, die man einbaut, sind stellenweise sehr unter Spannung und nicht 100% gerade. Die haben dann beim Bauen so eine leichte Wölbung, aber es ist wirklich minimal. Und für das, was der kostet, für die 19 Euro mit Lizenzgebühr, ist es also wirklich vertretbar. Es ist halt wirklich für jemand, der OCD und der denkt, oh, das muss alles stimmen, das muss alles passen, das muss alles ganz genau auf den Millimeter sein. Aber nein, also muss es nicht. Es ist vollkommen verständlich, es ist vollkommen okay. Ich finde es halt cool, dass sie eben diese Trans-Clear-Platten überall haben und dass man den halt auch beleuchten kann. Theoretisch braucht man nur eine Lampe dahinter stellen und dann fängt er schon an, grün durchzuleuchten. Ich meine, das seht ihr jetzt hier natürlich nicht, weil ich jetzt hier keine Lampe habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten gibt es über dieses nette Teil eigentlich nicht viel zu sagen. Er kommt direkt neben meine DS9. Sie sind ja beide aus der gleichen Serie. Und deswegen mal kurz hier aneinander, also Serie, von Größen vergleichmäßig. Also es sind beides die Medium-Modelle. Ob das jetzt scale-technisch zusammenpasst, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Borg Cube ist generell eine Spur größer noch als die DS9. Aber als Displaymodell finde ich es doch ganz schön. Also von der Größe her. Und ich habe ja noch die Voyager, wenn sie dann irgendwann fertig ist. Die müsste ja, weil sie ein kleines Modell ist, größentechnisch zu diesem Borg Cube vielleicht sogar dazu passen. Oh, ne, ich glaube nicht. Aber ist nicht so schlimm. Da müsste man halt den größeren dann nehmen, dann wird es passen. Wenn man also quasi so ein Display hinstellen will, wie die Enterprise oder die DS9 vor dem Borg Cube steht. Kann man machen mit dem größeren dann natürlich, mit dem 800-Teile-Borg Cube. Ich bin froh, dass ich mir übrigens nicht den 800-Teile-Borg Cube geholt habe, denn das wäre ein ziemlicher Prozess, 800 von diesen kleinen Viertelteilchen aufzumontieren. Denn von der Konstruktion im Innern ist er ziemlich sicher gleich oder ähnlich. Man hat halt dieses Gerüst und um dieses Gerüst herum wird dann der Rest gebaut. Ich weiß nicht, ob man das hier, ob ich euch das mal abnehmen kann, dass ihr da mal reingucken könnt. Ja, genau. Also es ist also quasi nur so ein Gerüst. Ist aber erstaunlicherweise, wenn man sich diese Reihen anguckt, ähnlich einem realen Borg-Cube, weil der hat ja auch diese Batterien mit den Drohnen, die übereinander stehen. Also jedenfalls, das finde ich also ein nettes, kleines, wahrscheinlich ungewolltes Detail. Aber sonst kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man ihn halt nur hinstellt, ist halt wie gesagt kein Spielmodell. Aber für einen Fan ist es auf jeden Fall okay für 20 Euro. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann hinterlasst doch einfach einen Like, subscribe den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es um die Enterprise geht. Und wenn ich dann irgendwann die Voyager zusammengebaut habe, auch um die Voyager, aber jetzt erstmal die Enterprise. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst ein Like, subscribt und kommentiert, wenn ihr was zu sagen habt. Bleibt aber fair in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich beam mich jetzt hier raus. Bis dann.